Ich grüße euch, meine lieben Freunde. Nun haben wir Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes und der Geburtstag der Kirche. Ich möchte euch heute einige Symbole erklären, die an vielen Orten zu Pfingsten verwendet werden. Die wichtigsten Symbole sind die weiße Taube, die Pfingstrosen und das Pfingstfeuer. Pfingsten ist für die christliche Welt sehr wichtig. Doch viele wissen wenig über die Bedeutung dieser Symbole. Das wichtigste Symbol ist allerdings die Taube. Sie steht für Reinheit und Frieden und seit Menschengedenken für Neuanfang und Hoffnung. In vielen Kirchen schmückt eine hölzerne Taube das Kirchenschiff, das Taufbecken und die Kanzel. Seit dem 6. Jahrhundert symbolisiert die Pfingsttaube den Heiligen Geist, der laut dem Johannesevangelium bei der Taufe Jesus geschah. Eine Taube, die über ihm schwebte und dann sichtbar über ihn hinweggestiegen war. Das ist die Taube, das wichtigste Pfingstsymbol. Die Rosen hingegen stehen in der Kirche für Heilung, Schönheit und Reichtum. Einer Legende nach weinte einst eine Frau über die Kreuzigung Jesus in ihrem Garten. Dann bemerkte sie, dass plötzlich keine Dornen mehr an ihren Rosen waren. Als ihre Tränen versiegt waren, rief sie: Gott hat die Dornen weggenommen und das Leid in Freude gewandelt. Und das Feuer, es gehört auch zu den Pfingstsymbolen. Auf vielen Darstellungen sieht man die Jünger Jesus mit Feuerzungen über ihren Köpfen abgebildet. Sie sollen unter anderem die Erleuchtung durch den Heiligen Geist darstellen. Des Weiteren auch, dass die Jünger das Evangelium mit Feuer und Flamme in der Welt verkünden sollen. Also mit großer Begeisterung. Damit symbolisiert das Feuer den Beginn der christlichen Missionierung, die als Geburt der Kirche gilt. Ja, das sind die wichtigsten Pfingstsymbole. Und ich wünsche euch gesegnete Pfingsttage und bitte bleibt gesund. Eure Deria.